Hallo, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich bin Angelika Pauf und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Die folgenden Übungen bringen dich in einen wohligen Zustand. Du kommst in deinem Körper und somit wieder mehr bei dir in deiner Mitte an. Durch die ruhigen Übungen breitet sich in dir ein Gefühl von Ruhe und Gelassenheit aus. Und diese Ruhe hat eine positive Auswirkung auf die Art und Weise, wie du dich ernährst. Wenn wir gestresst sind, dann stimuliert das Stresshormon Cortisol unsere Nahrungsaufnahme und wir bekommen häufiger Heißhunger oder Lust auf Ungesundes. Wenn wir allerdings immer mal wieder dafür sorgen, unseren Stresslevel zu senken, unser Nervenkostüm zu beruhigen und zu entspannen, dann hat das Stresshormon Cortisol keine Chance, sich in unserem Körper überdurchschnittlich auszubreiten. Falls du das Interviewvideo mit Britta Schumann noch nicht gesehen hast, dann lade ich dich herzlich ein, das nachzuholen. Britta erzählt uns in diesem Interview, wie wir über die Ernährung dazu beitragen können, auch jenseits der 50 oder beziehungsweise in der zweiten Lebenshälfte noch viele Jahre ein gesundes, fittes, ja, und auch schlankes Leben führen können. Und mal angenommen, dir gefällt die Art und Weise, wie ich Yoga vermittle und du Lust hast, fern von deinem Alltag mal nach Entschleunigung zu suchen, mit Gleichgesinnten Yoga zu praktizieren, dich von mir inspirieren und motivieren lassen möchtest, dann komm zu einem meiner Retreats. Die Infos dazu findest du unten in der Videobeschreibung. So, jetzt legen wir los. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß. Alles, was du heute brauchst, ist eine Matte, Kissen, Handtuch oder Decke, wie immer. Wir beginnen im Sitzen. Und finde dafür jetzt einfach einen ganz bequemen Sitz deiner Wahl. Das kann ein Schneidersitz sein, das kann ein Fersensitz sein. Du kannst dich aber auch ganz bequem für die ersten paar Minuten auf einen Stuhl setzen. Und dann finde einen Sitz, der es dir ermöglicht, ohne viel Kraft eine aufrechte Haltung einzunehmen. Und dann leg deine Hände ganz entspannt auf deine Oberschenkel oder Knie und komm auf deine Art und Weise bei dir in deinem Körper an. Nimm wahr, wie es dir geht, wie du dich fühlst. Wie fühlt sich dein Bauch an? Ist er weich? Oder ist er eher fest? Wohin fließt dein Atem? Ist er eher im Brustraum anzutreffen oder im Bauch? Und erlaube deinem Bauch mit einem der nächsten Einatemzüge, sich so weich und entspannt nach vorne zu wölben, wie er es kann. Und dann entspanne auch ganz bewusst deine Gesichtsmuskulatur. Entspann die Muskeln und Nerven um deine Augen herum. Lass die Augenbrauen sinken. Entspanne deine Wangen, deine Lippen, deine Zunge. Locker deine Kiefergelenke. Und dann lass dieses wohltuende Gefühl der Entspannung in deinen ganzen Körper fließen. Wenn du das Gefühl hast, gut bei dir in deinem Körper angekommen zu sein, dann öffne langsam deine Augen und komm über eine Seite in den Vierfüßlerstand.
die Hände unter deinen Schultern auf, Knie unter deinen Hüften, fächer deine Finger gut auf, stülp die Zehen hinten um. Mit deiner nächsten Einatmung beweg die Brust nach vorne oben, zieh die Sitzbeinhöcker nach hinten oben. Und ausatmen erlaubt dem Rücken rund zu werden, Nabel zur Wirbelsäule, Kinn Richtung Brustbein. Einatmen, schenkt der Vorderseite Länge. Ausatmen, werde rund. Spür die Dehnung in deinem Rücken. Jetzt beweg dich ein bisschen vor und zurück. Mit der Einatmung bewegst du die Brust nach vorne, spürst, wie der vordere Brustraum sich zu öffnen beginnt, und ausatmen mit der Rundung, schieb dein Gesäß Richtung Fersen. Große, fließende Bewegungen. Atme ein, gerne mit geschlossenen Augen. Ausatmen, werde rund und schieb dein Becken Richtung Fersen. Spür die Dehnung im unteren Rücken. Ein paar Mal so, gerne in deinem Atem- und Bewegungsrhythmus. Falls du die Ujjayi-Atmung kennst und kannst, dann nutze diese Atemtechnik, um dir helfen, deinen Atem wahrzunehmen, zu regulieren und zu entschleunigen. Dann die Bewegungen zu Ende bringen. Komm jetzt in eine neutrale Position deiner Wirbelsäule in den Vierfüßlerstand. Wander mit deinen Händen rüber nach links und schwing deinen rechten Fuß nach vorne. Bring die Hände nacheinander auf deinen Oberschenkel. Einatmen, führ die Arme über die Seiten nach oben. Jetzt beginn dich zu räkeln. Zieh die Hände abwechslungsweise in Richtung Himmel, rechts, links. Räkel dich aus dem Becken und aus den Schultern heraus, sodass sich dein Brustkorb seitlich verschiebt und seitlich öffnet. Dass überall Raum entsteht. Dann führ die Hände oberhalb deines Scheitelpunktes zusammen, atme ein, ausatmen, bring die Hände zum Boden. Einatmen, dreh die rechte Fußspitze nach außen, ausatmen, komm in den Vierfüßlerstand, dein Rücken wird rund. Und wir machen wieder den gleichen Flow. Einatmen, beweg dich nach vorne, oben. Ausatmen, werde rund und schieb dein Gesäß in Richtung Fersen. Wie eine Art langes Kind. Schieb die Hände von dir weg. Einatmen, zieh die Hände energetisch zu dir ran. Die Brust nach vorne, oben. Dein Rücken wird weich und hohl. Ausatmen, werde rund. Spür die Kraft deiner Bauchmuskulatur und die Dehnung in der Rückseite. Ein paar Mal so. Ganz langsam, ganz genüsslich. Und dann komm wieder in eine neutrale Position deiner Wirbelsäule in den Vierfüßlerstand. Dieses Mal wander mit deinen Händen rüber nach rechts und schwing den linken Fuß nach vorne. Bring die Hände nacheinander auf deinen Oberschenkel, roll die Schultern zurück, einatmen, führ die Arme wieder über die Seiten nach oben und wieder beginnst du dich zu räkeln, so aus dem Becken, aus dem Schulterbereich, dass du wirklich die Dehnungen in den Flanken spürst, einmal rechts, einmal links. Atem kannst du einfach fließen lassen. Und dann führ die Hände oberhalb deines Scheitelpunktes zusammen, atme ein, ausatmen, bring die Hände zum Boden, einatmen, dreh die linke Fußspitze nach außen, ausatmen, komm in den Vierfüßlerstand, werde wieder rund. Achtung, dieses Mal komm wieder in eine sanfte Rückbeuge, atme ein, ausatmen, komm in einen ganz bequemen, herabschauenden Hund. Lass die Knie gerne gebeugt, press die Hände in den Boden, entspann die Schulter, Hals und Nackenmuskulatur. Dann heb die Fersen, beug die Knie, gib den Blick vor und wander mit ein paar kleinen Schritten an den Anfang deiner Matte. Komm in die stehende Vorwärtsbeuge. Auch hier kannst du gerne die Knie gebeugt lassen. Jetzt lass den Kopf ganz entspannt hängen. Wenn du möchtest, fass die gegenüberliegenden Ellenbogen und schaukel so ein paar Mal von Seite zu Seite.
Diese Vorwärtsbeugen mit gestreckten oder fast gestreckten Beinen haben auch eine positive Auswirkung auf deinen Stress beziehungsweise haben eine stressreduzierende Auswirkung. Weil hinter unseren Knien sich Rezeptoren befinden und wenn wir die dehnen, hat es einen parasympathischen Reiz auf unser Nervensystem, sprich fördert Ruhe und Erholung. Dann setzt die Finger, die Hände wieder auf, einatmen, setzt die Fingerkuppen auf, streck dich auf die Hälfte vor, ausatmen, setzt den rechten Fuß zurück, einatmen, strebt nach Länge, ausatmen, bring das rechte Knie unter deine, rechte Knie auf deine Matte, setzt die rechte Hand unter deinem Schultergelenk auf, einatmen, führe den linken Arm zum Himmel, hier bleiben, weiteratmen. Zug durch die Finger in Richtung Himmel, lehn dich mit der linken Schulter zurück. Kopf in der Verlängerung deiner Halswirbelsäule. Atme und spür. Tief ein, tief aus. Dann atme ein, ausatmen, zeichne mit dem linken Arm einen großen Kreis. Einatmen, dreh die linke Fußspitze nach außen. Ausatmen, komm in den Vierfüßlerstand. Einatmen, bewegt die Brust nach vorne oben. Ausatmen, komm erneut in einen ganz bequemen, herabschauenden Hundkopf hängen lassen. Du magst, kannst du ein paar Mal auf der Stelle gehen. Immer ein Bein beugen, während du die andere Ferse Richtung Boden schiebst oder ziehst. Und dann hier wieder beide Fersen, beug die Knie, gib den Blick vor und wander nochmal an den Anfang deiner Matte. Wieder lass dich ganz entspannt hängen, bis du Dehnung wieder in der Oberschenkelrückseite spürst. Entweder bringst du wieder die Hände zu den Ellenbogen und schaukelst ein paar Mal von Seite zu Seite oder lässt die Hände einfach ganz entspannt vor deinen Füßen baumeln. Und werde ganz ruhig, spür und fühl in deinen Körper hinein, sodass du immer mehr vom Denken ins Spüren kommst. Dann setz die Fingerkuppen auf, streck dich auf die Hälfte vor, atme ein, ausatmen, setz den linken Fuß zurück. Läng dich mit der Einatmung, ausatmen, löse dein linkes Knie zur Matte, bring die linke Hand auf die Matte unterhalb von deinem Schultergelenk in einer Linie mit deinem Knie und mit deiner nächsten Einatmung heb den rechten Arm. Bleib für ein paar Atemzüge. Lehn dich ganz entspannt mit der rechten Schulter zurück, zieh dein Kinn leicht zum Hals, wenn du magst. Schließ deine Augen. Lass den Atem ruhig und gleichmäßig kommen und gehen. Dann atme ein, ausatmen, zeichne mit dem rechten Arm einen großen Kreis, zurück zur Matte. Einatmen, dreh die rechte Fußspitze nach außen. Ausatmen, komm in den Vierfüßlerstand, dein Rücken wird rund. Einatmen, sanfte Rückbeuge, ausatmen, herabschauender Hund. Der letzte für dieses Video. Genieß nochmal die Dehnung in der kompletten Rückseite deines Körpers. Und schick den Atem dahin, wo ihn dein Körper jetzt braucht. Dann heb nochmal die Fersen, beug die Knie, gib den Blick vor. Lauf nochmal mit ein paar kleinen Schritten an den Anfang deiner Matte. Lass dich einfach nochmal so ganz bequem über deine Beine hängen. Genieß nochmal die Dehnung in der Beinrückseite. Wunderbar. Dann beug die Knie, komm über die Hocke zum Sitzen. Schau, dass du genügend Platz nachher hast, wenn du zurückrollst. Jetzt bring deine Fußsohlen zusammen. Und zwar so, dass die Fersen ein gutes Stück weg sind von deinem Schritt, dass die Beine so praktisch von der Seite ein Quadrat geben. Dann leg deine Hände ganz entspannt auf deine Knie. Und lass dich ganz entspannt und gelöst über deine Beine hängen. Lass den Kopf los. Atme in der Vorstellung bis in deinen unteren Rücken, in den Nierenbereich. Und lass vollkommen los. Lass die Knie entspannt Richtung Boden sinken. Und gönn dir hier ein paar tiefe, wohltuende, heilsame Atemzüge. Genieß die Dehnung im Nackenbereich.
roll dich ganz langsam Wirbel für Wirbel auf. Schließ die Beine gerne unterstützend mit deinen Händen. Platziere dich so, wenn du gleich zurückrollst, genügend Platz hast. Greif hinter deine Kniekehlen, atme ein, richte dich auf. Außen roll hinter deine Sitzbeinhöcker und roll dich langsam Wirbel für Wirbel in die Rückenlage. Und in der Rückenlage angekommen, stell die Füße relativ nah deiner Sitzbeinhöcker auf und bring jetzt dein rechtes Bein, die rechte Ferse vor dein linkes Knie. Flex den rechten Fuß, das heißt, du ziehst die Fußspitze Richtung Knie. Dann zieh das linke Bein zu dir ran, fass durch die Beine durch, entweder hinter deine linke Kniekehle oder auf dein Schienbein. Lass die Schultern in die Matte sinken, vor allem die rechte Schulter. Jetzt kannst du das Bein einfach hier halten oder so ein bisschen Dynamik reinbringen. Einatmen, schiebst du Knie und Ferse von dir weg. Ausatmen, bringst du Knie und Ferse zu dir ran. Gerne wieder die Augen schließen. Dann führe die Bewegung einfach so aus, dass du eine Dehnung in der Oberschenkelaußenseite deines rechten Gesäßes spürst, in der Gesäßmuskulatur. Manchmal spürt man auch die Dehnung richtig innen drin im Muskel. Das ist so ein kleiner Muskel, der piriform ist, der mit dieser Dehnung gedehnt wird. Atem einfach fließen lassen. Dann schieb das rechte Knie ganz sanft von dir weg, während du das linke Knie mit der rechten Ferse in Richtung linker Schulter ziehst. Zieh die Sitzbeinhöcker Richtung Boden. Sehr gut. Dann langsam lösen, stell den rechten Fuß auf. Bring die linke Ferse vor dein rechtes Knie. Zieh wieder beide Beine zu dir ran. Fass durch die Beine durch, entweder hinter die Kniekehle oder auf dein Schienbein. Flex den linken Fuß. Wieder zieh die Schultern weg von deinen Ohren und lass die Schultern ganz entspannt Richtung Matte sinken. Entweder die Dehnung nur halten oder einfach so Bewegungen reinbringen, die dir gut tun. Du kannst ein bisschen von Seite zu Seite schaukeln. Oder ausatmen, das rechte Knie einen Ticken zu dir ranziehen und einatmen, lösend, während das linke Knie die ganze Zeit von dir weg will. Und du ziehst wieder die Sitzbeinhöcker Richtung Boden. Und wieder. Schick den Atem dahin, wo du die Widerstände jetzt am meisten spürst. Dann langsam die Dehnung auflösen. Stell die Füße auf und bereite dich für Shavasana, die Schlussentspannung, vor. Wenn du möchtest, zieh dir etwas über oder deck dich zu. Entweder stellst du die Füße mattenbreit auf und lässt die Knie ganz entspannt nach innen fallen oder du streckst die Beine großzügig am Boden aus. Und dann beweg dich so lange, bis du für dich eine ganz bequeme Position gefunden hast. Zieh nochmal die Schultern weg von den Ohren, den Nacken nochmal lang. Lass den Atem jetzt so, wie er will, kommen und gehen, wie er es möchte. Und dann lass dich ganz satt in deine Unterlage sinken. Erlaub deinem Körper ganz schwer zu werden. Und lass dich Ausatemzug für Ausatemzug voller Vertrauen tiefer und tiefer in deine Matte sinken. Und lass all das, was sonst in deinem Leben eine Rolle spielt, an die Seite treten. All die Themen des Alltags.
sodass nach und nach das Außen immer unwichtiger, immer gleichgültiger wird. Und es dir immer leichter fällt, nach innen zu lauschen und zu spüren. Vielleicht spürst du, wie sich nach und nach ein wohltuendes Gefühl der Entspannung und der Ruhe in dir ausbreitet. Und dann lass nach und nach den Atem wieder voller werden. Atme tief ein, lang und lösend aus. Und beginn mit den Bewegungen, die dir gut tun. Füße, Hände, Zehen, Finger bewegen. Streck die Arme hinter deinen Kopf. Räkel dich, streck dich. Du magst gähnen. Und dann, wenn du so weit bist, steht ein Fuß nach dem anderen auf. Roll auf eine Seite. Mit dem Kopf ganz bequem auf ein Armkissen oder Decke. Und bleib nochmal für einen Mini-Moment hier liegen. Und dann komm mit den Händen abstützend zum Sitzen. Gerne mit geschlossenen Augen. Nochmal auf ein Kissen. Falls du dich auf einen Steinstuhl setzen möchtest, empfiehlt es sich, die Augen zu öffnen. Und dann finde nochmal für dich einen aufrechten Sitz deiner Wahl. Spür nochmal nach innen. Spür nach, was sich verändert hat. Vielleicht fühlst du, wie sich ein wohltuendes Gefühl der Ruhe und der Gelassenheit jetzt in deinem ganzen Körper ausgebreitet hat. Dieses wohltuende Gefühl der Entspannung stärkt dein Immunsystem und aktiviert deine Heilungskräfte. Und dann führe die Hände vor deinem Herzen zusammen. Senk die Stirn zu deinen Fingern. Und dann veranker diese Ruhe, diese Gelassenheit auf deine Art und Weise, sodass sie dich weit über deine Yogamatte hinaus begleiten können. Dann heb den Kopf nochmal an, atme nochmal tief ein, lang und lösend aus.
Und wenn du soweit bist, leg die Hände entspannt auf deine Knie oder Oberschenkel. Und öffne langsam deine Augen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich hoffe, diese ruhigen Bewegungen und Übungen haben dir gut getan und du spürst tatsächlich, wie sich so eine Ruhe und Gelassenheit jetzt in dir ausgebreitet hat. Falls dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du es weiterempfehlst an Freunde, Bekannte, Kollegen. Falls du auf Facebook oder Instagram bist, freue ich mich natürlich auch sehr, wenn wir uns dort verbinden. Und ich freue mich, wenn du Lust hast, mich mal auf einem Retreat zu besuchen. Würde mich riesig freuen, dich persönlich kennenzulernen. Ja, klar, und dich zu unterstützen, tiefer in deine Yoga-Praxis einzusteigen. Bis dahin, mach's gut, bleib gesund und hoffentlich bis bald. Namaste.